So, jetzt kommt für dich hier ein kleines Mini-Tutorial zu dem Riff von Viva la Vida von Coldplay. Okay, du brauchst gar nicht viel dafür. Ich habe hier mal ein bisschen eingezeichnet. Gelb gehört zusammen, rechte Hand, linke Hand und grün gehört zusammen. Rechte Hand, linke Hand. So, also rechte Hand spielt erstmal Ass und Des. Das ist gelb. Ich würde empfehlen, Finger 2 und 4. Die Rhythmik, oder ich spiele erstmal das Ganze. Das ist einmal das komplette Riff mit der größtmöglichen Vielfalt in der linken Hand. Okay, Schritt für Schritt. Schritt Nummer 1, die rechte Hand. Finger 2 und 4 auf die gelben Punkte Ass und Des. Die Rhythmik geht so. So, und dann kommt das Grüne. Du gehst einfach von dem Des eine Taste runter auf das C. Und dieselbe Rhythmik. Prima. So, links brauchen wir für jede Farbe zwei Töne. Also zwei für Gelb, zwei für Grün. Wir starten mit Des und Es für das A. So, geht so. Wann ist der Wechsel? Nach dem vierten Ton. Quasi 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Und du spielst die gleiche Rhythmik von rechts in der linken Hand mit. Und zwar so. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das gleiche mit dem zweiten Griff, dem grünen. Da brauchen wir Ass und F. So, selbes Prinzip nach dem vierten Ton. 1, 2, 3, 4, 5. Zusammen. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, damit wärst du schon fertig, wenn du bei den Grundtönen in der linken Hand bleibst. Wenn du ein bisschen weiter gehen willst, können wir Folgendes machen. Du spielst in der linken Hand eine Oktave, also Des und Des, Es und Es. Bei Ass bleiben wir bei dem Es oben, spielen also eine Quinte, weil die Oktave ist hier besetzt. Und F wieder eine Oktave. Also Des Oktave, Es Oktave, Ass Quinte, würde ich den dritten Finger auf dem Ass empfehlen, weil du dann schön aufs F kommst. Klingt zusammen so. Klingt schon voller. Wenn du es noch voller haben magst, nächste Stufe. Dritte Stufe in der linken Hand wäre statt Oktave 1, 5, 8. Die Quinte noch mitten rein. Bei Des, bei Es ist ja nur eine Verschiebung. Bei Ask bleiben wir bei der Quinte und bei F auch 1, 5, 8. Okay, klingt so. Das war's schon. Das kannst du jetzt fast den ganzen Song hindurch spielen. Es gibt nur eine Stelle, wo es ein bisschen abweicht. Und dann kannst du ausprobieren, wie lange du durchhältst. Hältst du bis zum Ende durch oder wird es mittendrin ein bisschen schwierig? Viel Spaß!